So, ab heute unser neues Experiment, also Outlast Trials. Wir hatten das alles mit Intro und Gequatsche dazu und ein bisschen was zum Spiel erzählt und alles schon aufgenommen und haben da gemerkt, dass unsere erste Aufnahme absoluter Rotz war, audiotechnisch. Wir haben es jetzt ein bisschen kalkuliert, ein paar Probeaufnahmen gemacht und hoffen, dass es klappt. Nochmal ganz kurz, also Outlast, manche kennen die Reihe, hat mit einem neuen Prinzip experimentiert. Es ging darum, dass man das Gefühl der Verletzlichkeit erzeugt, indem man, die Spieler hier sind nicht bewaffnet, die können nur wegrennen und sich verstecken. Und man hatte so ein bisschen, glaube ich, auch die Befürchtung, dass beim Multiplayer-Spiel der Horrorfaktor auf der Strecke bleibt. Sowas kann schnell passieren, gerade wenn es auf Jumpscares beruht, was es hier nur sehr bedingt tut. Es hat natürlich insgesamt, es ist eher actionlastiger verglichen mit den Vorteilen, aber es ist immer noch ziemlich gut, finde ich. Es macht Spaß. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen muss, oh ja, das ist ganz klassisch Outlast, so wie man es kennt. Aber ich finde trotzdem, es ist ein gelungenes Spiel und es ist noch Outlast. Man erkennt es und es macht halt auch Spaß. Und das war unser erstes Fazit. Wir sind bei unserer ersten Mission kurz vor Ende gestorben. Sehr frustrierend. Wenn du hier wirklich tot bist, bist du halt auch tot, ne? Und ja, genau. Und aus dem Grund machen wir jetzt weiter und probieren die Mission nochmal, ne? Die Freiheit wartet, Wir steht geben da uns im ganz viel Hintergrund. Mühe. Ja. Ich kann nichts versprechen, aber wir ziehen es durch. Genau. Willst du den Respekt der Clique und so? Ne? Oh Gott, das will ich jetzt nicht aussprechen dann. Gut, gehen wir ans Terminal. Prüfung, wähle eine Prüfung. Wir sollten immer noch das machen, was wir beim letzten Mal versaut haben. Stück für Stück. Das müssen wir ja. Genau. Müssen wir ja eh. Das ist ja, du Na musst ja ja, eins nach dem anderen. war keine Wahl. Kerntherapie Programm 1 Gesetzesherrschaft. Okay, Programm ansehen. Brich die Autopsie ab, sabotiere die Abriegelung, lasse die Gefangenen frei. Prüfung, töte den Verräter. Falsche Zeugen dürfen ihre Unwahrheit nicht verbreiten. Bringe den Verräter in die Hinrichtungskammer und mache seinen Lügen ein Ende. Okay. Ja. Alles klar. Alles klar, mach mal. Dann muss ich mal gucken, wie es hier losgeht. Ach so, gesperrt. Brich die Autopsie ab. Leichen bieten forensische Fakten, die mit unserer Wahrheit unvereinbar sind. Zermahle die Leichen zu faktisch korrektem Brei. Sabotiere die Abriegelung. Wenn du Türen öffnen kannst, kann dich kein Gefängnis halten. Schalte den Generator ein, um deine Flucht zu ermöglichen. Lass die Gefangenen frei. Nur Murkoff sorgt für Gerechtigkeit. Lass die Verurteilten frei, die zu Unrecht für ihre schwere Schuld eingesperrt wurden. Und? Prüfe, töte den Verräter. Falsche Zeugen dürfen. Ja, haben wir schon. Gut. Gut. Ehrlich? Warte mal, kann das sein, dass man da. Aha! Man kann Scheinbar hat später dieses noch ein paar Programm Sachen hinzufügen. noch hinzufügen, war? Also ein paar, dass man dieses Ding mehrfach machen kann und dann mit verschiedenen Aufgaben. Ja. Okay. Ich hatte gedacht, das läuft so während der Prüfung, aber das war ja nicht so. Wir mussten keine Autopsie abbrechen, keine Abriegelung. Ach, wir machen das jetzt einfach. Ne? Gut. Ja, du sollst ein F bekommen für unser letztes Mal. Start. Prüfung wird vorbereitet. Prüfung wird vorbereitet. Mal sehen, ob wir diesmal erfolgreicher sind. Ah, noch können wir gar nicht durch. Wir sind Nee. vorbereitet immer noch. Okay. Genau. Warteschlange. Ah ja, Vertraue Prüfung in bereit. Waffe. Betritt nun das Shuttle. Geil, bevor die anderen kommen. Ah. Die in einer Prüfung verbrachte Zeit hat keinen Einfluss auf deine Note. Man darf auch nicht vergessen, ne? Das ist der erste Outlast mit Mehrspieler-Aspekt. Das ist Ja. alles quasi experimental, ne? Ja. Das, wo auch ein bisschen so der Horror ein bisschen drunter leidet, aber man hat immer noch das Gefühl, gejagt zu werden. Das ist nicht nie weg, Man Leute. hat nicht nur das Gefühl, es ist tatsächlich auch so. Furzgas. Und wer war das? Da ist unser Kumpel. Hat der mir gerade was eingeführt? Oh Gott, das sieht aus wie so eine Bar, weißt du?
das ganz bestimmt ein Bar. Ja. Wie bei Police Academy, wo sie in die falsche Bar gelockt haben, den Officer. Oh, die Straßenbahn ist angekommen. Berlin-Kreuzberg. Deswegen ist alles gepanzert hier. Ja, wegen Silvester, weißt du. Sind mit dem Verräter. Oh, wir sind wieder da. Ja, wir sind wieder da. Echo. Okay, die sehen nicht lebendig aus. Fühlen sie auch nicht so. Oh, ich hab einen Ziegelstein gefunden. Oh, wir gehen nochmal in 80 an. C. Nee, doch nicht, warte mal. F. F. Flashlight, okay. Oh, die mal jetzt versteckt. Meine Taschenlampe. Meine Taschenlampe zeigen. Meine Flashlight. Oh, da vorne ist einer. Aber das sieht leicht verängstigt aus. Also denk daran, die Türen nicht so schnell zu öffnen, ne? Sonst könnten überfallen sein. Alles gut, Kumpel, wir tun da nichts, versprochen. Oh. Ah, das ist eine Bombe, pass auf. Oh, oh. Geh mal hier rein. Oh, scheiße. Wollte er auch. Könnte man die entschärfen? Wie war denn das? Das weiß ich nicht. Brauchst du nicht Entschärfungswerkzeug? Ich hab hier was aufgemacht. Aufheben, was ist das denn? Ich hab einen Stein auf die Mine geworfen. Verrichtungsauflage, was? Verrichtungsauflage regeneriert die Abklickzeit deiner Vorrichtung? Verstehe ich. Geruch. Aus irgendeinem Grund. Also, ah, man muss hier durch aufbrechen. Das könnte ein bisschen laut werden und einen anlocken. Miss? Oh, ich glaube, ich werde so Kumpels hinzugefügt. Hier ist eine Werkzeugkiste. Ohne Schlüssel. Hier ist noch so ein Ding, guck mal hier. Hält mal das Ding auf. Oh, Gas, Alter. Oh, hinter uns! Renn! Nicht. Warum geht die Mine nicht bei dem hoch? Voll anders ist. Mann! Ah, der. Mann, Alter, jetzt hat mich das Drecksvieh gejagt hier, das Psychovieh. Im Schatten stecken. Gott! Hey! Shit. Wo ist er? Schwanzlutsch. Ah. Sind wir noch mit 2 und 4 und Oh, Ranger! Ich bin noch ein bisschen hinten beschäftigt. Okay, meine Bomben schärfen jetzt so. Hört mal aus. Oh ne, die geht mal schneller. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hab jetzt hinten da, wo wir begonnen haben. Da habe ich ihn hingelockt. Okay, ich bin hier beim LKW. Scheiße, er hat mich wieder gefunden. Oh. Hier rein, also, ja. Folgt mal der Stimme, wie gesagt. Gibt's da noch. Bist du denn? Ja. In den Typen. Ich glaube, ich bin entkommen. Ich bin entkommen. Oh, wo bist du denn? Ach, hier bist du. Habt ihr hier. Okay, gut. Ich hätte dich erwartet. Ich bin zu Hause. Ja, für irgendwas hier in der Hand, aber ich weiß nicht, was. Mhm. Weg.
vorhin latscht. Wieder rein, aber ich glaube, da müssen sich diese Vorrichtung ausschalten. Das ist klar. Ich gehe jetzt mal. Warte. Oh. Ein Fläschchen Medizin. Ich weiß gar nicht, welchen Schwierigkeitsgrad. Haben wir Schwierigkeitsgrad ausgewählt oder war da überhaupt irgendwas? Da war nichts, wa? Hier sind ja auch Scherben. Oh! Oh, meine Fresse, Alter. Ja, hast mich natürlich gefunden. Schwanzlutschende Ente. Oh. Die Jagd ist vorbei. So. Man kann Ziegelsteine auf die Bienen schmeißen, habe ich gesehen. Klappt das? Weißt du, war hin? Ja, funktioniert. Aber dafür geht der kaputt dafür aber teilweise. Wie der Ziegelstein geht kaputt, wenn man auf eine Mine wirft. Naja, willst du bei so Videospielen willst du auch nie oder so. Okay. Okay, hier sind diese scheiß Scherben. Okay, kriegt die Tür hier auf? Nein. Kann man. Ist hier, kann man hier irgendwie über. Warte mal. Die ja, die ist blockiert. Warte mal. So. Könnte man hier nicht drüber springen? Ja. Ja. Man konnte da drüber springen. Hier rechts ist auch noch eine Tür. Ja, ist ein Klo. London, wenn ich rein müssen war. Ja. Ah, Achtung, da kommt er wieder. Da kommt versteckt irgendwo hier? Ja, hier, wir sind doch hier versteckt, alles gut. Was heißt ein Ziegelstall? Er hat uns! Aua! Oh, er hat mich! Aua! Was hat er denn? Aua! Er hat mich! Wir müssen den durchrennen, durchmachen uns! Ah, ich bin unterwegs! Ich bin unterwegs! Ja. Aber ist ja den Ziegelstein dahinter geschmissen, weißt du, weil ich dachte, da liegt er weiter, aber nö. Wahrscheinlich hat er dann den Verursacher gesorgt. Oh, wei, oh, ja. So, wir müssen, glaube ich, ja wieder aktivieren, wa? Mhm. Ach so. Oh je. Oh, Herr Officer. Oh mein Gott, was hab ich denn gemacht jetzt? Ich dachte, sie wäre unser Freund oder Helfer. Okay. Aber Herr Officer! Oh, ihr denkt doch, unser Kumpel hat auch noch hier rum, ne? Alter! Wie kann man den Tisch verstecken, ey? Ist noch keine Batterie gekommen. Oh, ja. Ich will es ein bisschen. Ist eine schöne Thronhalle hier. Oh. Wir haben sie rot gestrichen, wa? Naja, gut. Aber nicht deckend. Ne? Nicht deckend. Ach, danke. Ich wundere, hier durchdrehen, ey. Oh, hier ist ein Medizin, falls du brauchst. Tu mal hier mal das Ding aufknacken. Medizin. Oh, was ging das nochmal?
Darfst nicht in den Dingsbereich kommen. Oh, aua. Lass dir Zeit, dann mach lieber Zverol. Okay, ja, alles gut, Scheiße. Jetzt hast du einen Grund, dir ein Medikit zu holen. Ja. Oh. Okay. Ihr bringt so eine Flasche, oh. Was ist das hier? Ah, guck mal, hier ist unser Freund. Oh, na guten Tag, wie geht das heute? Heute ist deine Behandlung. Sie haben es geschafft. Sie sind Kassenpatient, Sie mussten lange warten, aber heute ist Ihr Tag. Oh. Oh. Ja, schieben weiter. Das ist normal in unserem Krankenhaus, wo wir sind. Oh. Okay, wie nennen wir ihn denn? Herr Müller, oder? Snitch? Oh, da steht auf seiner Brust, Snitch. Oh, Herr Snitch, das tut uns sehr leid, aber wir müssen den Strom wieder anschmeißen. Die sind uns durchgebrannt. Ups. Oh. Barfuß, oder? Wer wird das Leben verlierst? Hier, könntest du dir auch mal eine mitnehmen. Aber hier ist wenigstens ein Ort, wo du wieder zurückkehrst, weißt du? Oder soll ich da wirklich halt mitnehmen? Ja, ja, dann lass es, wenn du dir merken kannst, wo sie ist. Ist alles gut. Das ja. Das ist ja kein Problem. Okay. Wir sind eigentlich da, wir sind da. Geh nicht so nah ran an die Leute hier. Denk daran, die sind alle verrückt. Alle sind wir verrückt. Oh je. Oh. Der war leicht schockiert, war, was er gibt. Ah! Ja, kannst du auch noch eins nehmen, oh, wenn du noch Platz hast. Ja, dann mach ich kurz die Flasche hier nehmen. Ich Full Life wenigstens. Na, ich hab ja. Da war ja nichts, das wissen wir ja vom letzten Mal. Was haben wir hier? Aber die Batterie geht so schnell runter, also wissen nicht. Ja. Ah! Toll, schön, das gibt eingeatmet, sehr schön. Du machst auf, ich krieg's ab, sehr schön. Okay. Oh. Ja. Sind alle verrückt hier. Das sind die, das ist nicht das, wonach es aussieht. Ich fürchte, es ist genau das. Oh Mann. Oh, ja. Der freut sich schon mit seinen Gummihandschuhen, ey. Hilfe. Lässt das so schön knallen, ist diese Gummihandschuhe beim Anlegen. Wollen wir doch mal gucken, was hier heute ist, ne? Was haben wir denn hier meine? Oh, guck mal, hier ist ein Plakat, greif. Hängt daran, dass wir überhaupt Teile noch sind. Ah. Wenn ich dann vorsichtig öffne, sieht man da nicht frei, wenn ich vorsichtig öffne. Okay. Hier links. Barstrom, Öststrom. Wird nie wieder Strom werden. Hier liegt noch was. Ja, Batterie. Oh, Batterie. Die nehme ich gern. Oh. Was ist los? Nicht, ich hab noch eine Batterie gefunden. Ah, das würde ich gar nicht für hier raus. Siehst du, dass du in den Kofferraum bleiben müsstest? Ich höre hier noch was. Geisteskrankes. Oh, ja, hier ist einer von den Schwanzlutschern. Das Problem ist, hast du was gehört? Okay. Ah, die schreien, ja. Der macht die auf, kann man nicht vorbeischleichen? Ich probier's mal. Probier's. Okay. Ich geh schon mal zum Koffer auf. Was geht's? Ja, geh raus. Ja, ich sag hier auch ein Benzinkanister. Ein Benzinkanister aufgenommen. Ja, ich auch. Wir brauchen nur noch einen. Sehr gut. Ich weiß es nicht. Nee, nimm ruhig mit. Ja, wir sind mit dem Dude hier. Achso. Hat der mal einen auch. Nee, der hat nur. Hier ist natürlich so zwei. Du Arsch? Was? Ich? Ja, okay. Wer sonst? Du Schwein! Hier kann man natürlich so zwei auch. Oh, das klingt nicht gut. War hier, da. Oh, wir sind gerade mal hinten. Also. Start den Generator im Keller. Mhm.
können den Keller mal finden, das ist so lustiger. Ich sind Unterlagen, diese Unterlagen. Okay, hat einen Beweise gefunden. Das könnt ihr Beweise finden, du sollst alles vernichten. Alles vernichten. Was ist der Bomber weg von uns? Der muss doch irgendwo. Da ist die Markierung. Da vorne. Ich denke mal, jetzt kommt der Idiot gleich. Langsam. Hör mal hier, brauchst du noch mal. Hier ist noch ein Akku. Nee, es geht nicht. Ja. Dietrich, Entschuldigung. Oh, okay, gut. Willst du uns jetzt auftauchen? Ich halt, ich guck noch hinten. Ah, genau, gib mir Deckung. Oh Gott. Ja, aber du, dein Job, ich mach meinen Job gar nicht. 1 von 5? Nee. So, ein Kalle. Okay, wo muss ich hin? Warte, gar nicht. Warte mal, ich muss ja mal sehen, wie geht denn das? Alle Generatoren refuelen. Achso, fallen lassen. Achso, ich muss ja gegenüberstehen, ne? Einstellen. Okay, ich kann ein paar Schalter umlegen zumindest. Ach, kacke. Dazu kommt es noch doch. Nein, das ist ein anderer! Ich hab's! Ich lenke ab, hier! Ich hab ihn abgelenkt, Gut, weg. Gut, also ich hab's geschafft, der Generator ist eigentlich. Also, ich muss. Ja, das Ding verlassen hier! Warte mal. Ich geh raus, Markus. Wir müssen, glaube ich, immer noch starten, oder? Kurbeln! Starten auch noch, scheiße! Kurbeln! Ist das Stromfalle? Ist das aktiv? Ja, ist er! Ja, da schon wieder nachkommt. Sehr gut. Auf bald Batterien wieder. Aber hast du deinen Sprit noch? Geh zurück zur Fahrräder. Nee, Sprit habe ich weggemacht. Oh Gott, unser Kumpel da! Zurück! Scheiße, er rennt hier hinterher. Oh, jetzt kloppt sowohl dieser Psychose wie auf mich ein, also. Oh, oh, hinter mir her, Markus! Warte ab, was hat er gegen mich? Ah, hat er den Scheiß drauf, lach mal an! Oh, er macht dich nicht mal. Oh, das ist der Richtung. Oh Gott. Ich hab keine Ahnung, wo du bist gerade. Du bist sehr weit weg, ich kann dich kaum noch hören. Potsau, der muss ziemlich nah dran sein. Er ist bei mir. Nein. Nicht mehr so ganz. Aber ich krieg's schon hin. Nach vorne ist los, wir hauen ab jetzt hier. Ich hoffe, er ist abgelenkt. Raus in den Meer! Geh doch runter! Runter! Oh, hat doch riesen leer, Alter. Naja, ich habe auch eine Psychose gerade. Irgendwie. Du bist knallrot. Brauchst du was? Nee, für Gesundheit ist alles gut. Nee, meine jetzt so eine Dings, die Chosen-Dings hier, wisst ihr? Arthralin habe ich. Naja, also, du brauchst ja nur, um den Anfall zu beenden, jetzt ist er ja schon weg. Alles gut. Achso, okay. Alter. Oh, was war das? Hast du das gesehen? Nee, ist hier gar nichts. Sind ja nicht so nah an die Leute ran, ne? Was ist denn los? Alter? Ich sehe schon wieder komische Sachen. Ich hoffe, das bleibt irgendwie. Musst du das mal nehmen hier? Nimm mal das hier, nimm mal das hier. Das ist Adrenalin, das ist Adrenalin, das ist das Falsche. Oder? Nee, das ist das Falsche, ja. Ich brauch dieses Zeug zum Lüften, glaube ich. Naja, da war gerade wieder dieses Psychosenvieh. Ah. Okay, naja.
Hier links, hier, das brauchst du, das brauchst du. Das? Das ist ja unser Tisch. Ne, das ja, links, links und hier, das ja. Achso. Stimmt. Das brauche ich jetzt. Gib mir das. Und gut ist. Oh, endlich. Gott sei Dank. Danke. Im Ding. Guck mal, hier ist einer. Aua! Oh ja, du mit Ecke sitzt einer. Leck mich am Arsch. Ah ja. Er möchte Geschlechtsverkehr mit dir. Oh Mann, das hab ich gespürt. Ja, war's schon soweit? Oh Mann. Ich will nicht drüber reden. Ich nehm Mr. Snitch und bring ihn noch ein bisschen weiter. Guck mal, da rechts ist so ein Psychosending. Ja. Adrenalinspritze für Wadi? Oder Ripper? Nein, wenn du Zeit, Platz hast, nimm's mit. Finde den Schlüssel, Herz. Herzschlüssel. Herzschlüssel. Oh. Wo war denn der? Aber hier, wo Key steht, aber. Kann ich mal aktivieren noch vorher? Hier ist noch ein Dietrich. Ups. Da war so nicht gedacht jetzt. Was ist das da? Achso, hier. Auf. Okay, ich komme. Oh Mann, Alter, ich renne hier über alles drüber. Willst du denn noch Herz, Heini, das Herz öffnen? Yeah. Oh Gott, das war ein Fight. Er hat doch krank, ganze Typen, die hier rumlaufen. Du musst sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Okay. Ich hab das Gefühl, wir werden bald wieder das Gegner auch noch gescheucht, ja. Yep. Hinweis. Weil der wird aber ein Stück Thema zurückgesetzt, ne? Ja. Frage ist, was brauchen wir jetzt für das nächste Symbol? Brauchen wir jetzt was für eins? Ein Kleeblatt. Oh Gott, was sagt, komm jetzt hier! Ja. Ich will das die Tür noch zu machen. Renn mal weiter, bring ihn mal woanders hin. Oh, jetzt wird er drüber. Jetzt ist er bei mir. Ja, ja, jetzt ist er gerade bei mir. Schwanzlutschende Ente. So. Was ist denn jetzt aktuell das Symbol, was wir besuchen? Kleeblatt war das. Ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Nee, Kreuz! Oh scheiße, das hätte ich nicht. Kreuz. Also hier ist ein Kleber drauf, aber sieht aus wie ein Kreuz. Ich mach's einfach. Wahrscheinlich kriege ich es eh noch rein. Ja, hab'n. Was ist das eigentlich? Was war das hier? Adrenalinspritze, scheiß drauf. Wechsel ich aus mit dem Psychotikum. Ich werde hier mal die Tür öffnen, damit sie. Scheiße, das ist eine Koop-Sache. Geht nicht. Oh, eine Mine. Ja. Okay, wir müssen zurück zu dem Wichser, ne? Hast du Schlüssel gefunden? Ja. Na gut. Ich geh da hin und gucke nach, wo unser Kumpel ist. Der wird schon mal sein. Unser Kumpel wird ganz schon mal zurückgesetzt. Oh, scheiße. Kriegst du das Ding aufgemacht? Unser Kumpel ist. Ich muss erstmal zurückfinden jetzt hier. Ich hab Scheiße gebaut. Ja, hier, ja, ja. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ja, ich gehe mal an dem Schwanzloch hier vorbei. Ich hoffe, ich wecken jetzt nicht. Oh, er ist bei mir. Ah ja, es gibt mehrere Idioten hier, das ist das Problem. Das ist der große Idiot, der stark. Ja, ja.
Okay. Ich hatte eigentlich schon sowas, wo ich hätte mit dem Dietrich arbeiten können, aber da war der Idiot so nah dran. Halten, entscheiden. Ja, ja. Ist hier ein Ding. Oder soll ich ihn ablenken und du machst? Nee, ich denke, ich krieg's hin. Ich denke, ich krieg's hin. Ich hab ne Abkürzung gefunden, glaube ich. Ich bin in der Küche von. Ja, ja, ich bin da, ich bin vor Ort. Hast du abgeschlossen? Ja, warte. Schlüssel benutzen und los geht's. Hier mal kurz gucken, was das nächste Ding ist. Ah. Warte! Hier ist so ein Karo. Das ist ein Karo. Aha. Hier ist ein Midi-Kit. Kannst du mir mal kurz mal helfen, die Tür hier aufzubrechen? Ja. Der kommt da hinten. Los geht's. Nee, er geht weiter. Gut, komm her. Hier was aufzubrechen. Gut, weil da vorne ist ein Fragezeichen. Oh, versteck dich. Versteck dich. Komm her! Hab die Tür zu! So, abgesperrt! Verdammt! Oh oh! Jared! Ich bin im Schrank! Ja, das ist schön, ich aber nicht! Lampe in Ruhe! Nee! Er hat mich gefunden! Oh Gott! Kann ich mir helfen? Nein, alles gut, raus hier! Hör's auf! Er hat mich weggetreten, alles gut! Bin eingesperrt! Ich bin hinter dir, aber nicht verschrecken! Das ist der Stern, den habt ihr wirklich. Er kommt! Ja, ein Stern! Er ist hier in der Raum, alles. Man kann ihn wegtreten, falls er ihn angreift. Wie, mit was? Einmal rangehen, da steht er treten. Mit der linken Maustaste war das los. Achso, okay. Das ist der falsche Dude, den wir da sehen. Jojo, okay. Wir müssen uns einen anderen da suchen. Da vorne ist auch noch was markiert. Und da vorne, wo unser großer ist, unser großer Kumpel. Weil ich schätze mal, da kommt er auch. Achtung, hier sind Scherben, nicht drauf latschen. Brauchst du Batterie? Gerade nicht. Okay. Vorne ist auch noch ein Fragezeichen markiert. Unser Kumpel in der Nähe. Achso, nein, will ich nicht geben. Ja, okay. Mond. Falsch. Brauchen wir nicht. So, Achtung, hier sind auch wieder. Scheiß. Dingsbums? Ja, ne. Der Peak? Nee. Nein. Was brauchen wir? Ja. Ah, dieses komische Karo. Ich geh mal jetzt zurück, weil. Ja, ich bleib los. Das ist schon wieder wie so rumwichsen, die beiden. Ah ja. Okay. Was ist das? Ein Stein. Nein, ich brauche unbedingt. Das ist rot und schlecht für die Zähne. Ein roter Ziegelstein! Ein roter was? Roter Ziegelstein! Ist schlecht für die Zähne, ja.
habe hier draußen noch was gefunden. Was ist das? Hase. Ja. Kannst du mal an die Schläfer vorbeischleichen? Ja, die pennen ja. Da kommst du an vorbei. Okay, dann sind noch dran, den brauche ich ja. Hier sind wir. Nee, hier sind wir. Gott, war der schlecht, dass der mich nicht gesehen hat. So richtig schlecht. Ja. Du bist so bei mir. Dann ist es ein schlechtes Zeichen für dich, wenn der Große bei mir ist. Mach die Tür auf, rechten Scheiße, weg ist die Normal. Ah, ich sehe gerade den nächsten Idioten, der hier mit. Gerade auf. Wir müssen langsam was finden. Yep. Das Gefühl, es wären mehr Idioten. Was bist du? Ah. Ich will gleich hier auf meine Tür auftreten, aber hier schläft er, weißt du? Vielleicht kannst du auch langsamer fahren. Nee, geht nicht, ich muss aufbrechen. Aber jetzt habe ich keine Zone. Okay, ja, aber der Typ hinter dir halt, ne? Deswegen, ja. Und hier ist die Bombe, kann ich schon schmeißen. Ich habe da so eine Glasflasche gesehen. Wenn's denn dahinter ist, was? So ein paar Items, glaube ich, aber ich habe keine Leiche gesehen. Ah ja, alles klar. Ganz ruhig, glaube ich, jetzt mit der. Ich glaube, das ist dein geringstes Problem. Ja. Könnte noch einer sein, glaube ich. Das jetzt. Ich glaube, in dem Raum war noch besser. Ja, nee, scheiße. Pass auf, hier ist noch eine Nähe, pass auf. Ah. Kann riechen, der stinkt noch. Scheiße. Oh oh, hat er dich? Ja. Normalerweise spähen dürfte kein Problem sein. Der rennt weg, ich geh weg, warte. Mhm. Jetzt gegenüber raus, ich, oder? Geh weiter. Der Raum gegenüber da, weißt du? Oh, der wird gleich einmal umdrehen. Zwei. Der wird gleich umdrehen. Ja, hier in einer anderen Richtung. Ach, da hinten ist der scheiß Hase. Ich wollte den Hasen nicht. Kein Bock auf den richtigen Hasen. Ah, oh, ich bin der vergiftete Digga, was ist denn das? Oh, ich bin vergewaltigt gerade. Ja, wenn man. Ach, bei mir ist noch was, I'll show you! I'm not scared. Ich hab hier den Geisteskranken mit der Machete hier. Ich hab Karo entdeckt. Endlich. Gott sei Dank. Ich brauch bald neue Batterien. Okay, dann müssen wir uns jetzt zurückbegeben zum. Unser Kumpel. Ich kann ihn ja einfach so weit führen, soweit ich.
Ab her. Weißt du, wo das Grabe war? Genau neben. Einen Raum neben den Typen. Aha. Was sonst? So. Oh, oh, ich bin wieder denkt. Nein! Jetzt schon wieder gejagt. Ab in die Küche. Wir haben sich das. Du bist gerade hier gewesen, oder? Ja. Okay. Okay. Wo ist denn der Wichsknochen da hinten? Ist der Wichsknochen? Das nächste ist Mond. Das nächste wäre dann Mond, glaube ich, ja. Aber oh Gott! Was? Ich habe noch neuere Kumpels freigeschaltet. Scheiße. Die sind noch schlimmer. Gib Gasmasken auf immer auf. Mond, den Mond haben wir ja nie gehabt, ja. Das war ja. Da ist Mond, ist im Mond, ich gehe Mond. The life you. Sons of bitches. Bin beim Mond. Und die macht Mond auf. Ah, ich werde von irgendwas gejagt hier. Jawohl. Kann sein, dass das Stressfuß geht. Ja, ja. Nur nix zu hoffen. Der Elektroraum ist offen. Oh Gott, die weggejagt. Mir tut mir leid, was auch ich getan habe. Ja, Raum ist offen. Das ist, glaube ich, der Elektroraum, wo wir einen Typen grillen müssen. Ich merk schon. Oh Gott. Macht komische Geräusche, als würde einer einen durchnehmen. Das ist verrückt, das hier. Das ist. Oh, Hilfe bei dir. Kommt mit. Ich versuche mich zu dem Schwanzlutscher zu begeben. Okay, ich bin hier. Du kannst den Typen durchschieben. Bist du das? Ja, ja, ja. Ja, ja, bin ich hier. Also hier im Flur bin ich, der schiebt gerade. Ja. Kumpel von mir ist rechts hier reingegangen, der wird gleich auch wieder rauskommen wahrscheinlich. Hier? Oh, dann ist hier ist rechts einer reingegangen. Oh, kannst du mal eine Tür zumachen. Sind gleich unser coolen Raum wieder. Ja. Dann müssen wir jetzt so wahrscheinlich gucken, wie es am besten machen. Weil das sind alle, glaube ich, ne? Hast du gesagt, da waren ja alle gewesen. So, ja. Kumpel, es tut mir schrecklich leid, aber es ist ganz schnell. Danke! Ja, wir haben nämlich einfach nicht die Zeit, es tut uns leid. Los, Mitch! Halt, ich hatte gedrückt. Oh ne, der ist bei mir. Ah! Ja, sehr gut, lenk ihn ab. Ich lenk ihn ab. Er dreht um, er dreht um. Ich lenk ihn ab. Los, sind wir hier am Anpass. Na, meine! Ja, jawohl, ich werde. Wir sind an der. Der tut mal wieder ein. Er dreht um! Behalt ihn noch ein bisschen ab! Ein bisschen noch! Okay, komm rein, noch weiter! Ich hab's gleich! Oh fuck, jetzt hat er mich! Ja, bitte, lenk ihn ab, ich mach weiter von dich! Okay. Warte! 86%, 90%, 92%, 100%, ich hab ihn! Verdammt, Dennis! Oh. Das ist doch jeder! Hier bin ich! Ich bin der Echte! Hier zum Shuttle zurück! Wir müssen vielleicht Markus, oh, da ist der Dicke! Komm mit! Aha. Ah! 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 Wir müssen uns noch ein bisschen konzentrieren. Doch, noch nicht ganz raus hier. Aha. Ja. Exit! Geht's raus. Oh, Scheiße! Oh.
Nein! Lass mich in Ruhe! Ah! Über dem Unterhaupt, mach die Bucht ab! Warte auf die Akku, du Schattels! Nein! Da! Das Problem ist hier ab! Renn weg, Dennis! Prüfung jetzt verlassen, Schattel fährt in 180 Sekunden ab! Was ist das denn? Er hat mich! Versteck dich! Ich bin schon weg! Sollt ihr wiederbeleben? Scheiße! Das geht nicht! Ich krieche Richtung Ausgang, hier! Das dauert zu lange, verschwinde! Kannst du dich irgendwo noch verstecken? Okay. Sie töten mich. Aber ist okay, bleib in deiner Mülltonne. Vielleicht kannst du mich nochmal sehen. Okay, du hast ja noch einen Reanimator, ne? Nee, ich weiß, wo er ist. Oh Gott, stimmt, du hast keinen! Alles gut, Markus. 2 Minuten haben wir noch Zeit. Und vielleicht liegt er weiter rum. Ja, ja! Meiner liegt noch da rum. Vergiss es! Er steht neben dir! Oh Gott. Sei leise! Ich hab dich. Er hat mich nicht bemerkt. Alles gut. Raus jetzt hier! Raus! Oh, du bist ein Held, Dennis! Du bist ein verfickter Held! Oh, gut, dass du eins bei dir hattest, Alter. Oh, du Scheiß! Alter! Wir haben es geschafft! Leck mich am Arsch, Junge! Auswertung, töte den Verräter! Nee, bloß, ist das gut? Ich weiß es nicht. Aber es ist egal, wir haben es geschafft, Mann! Cool! Therapie abgeschlossen, fantastisch! Okay, dann würde ich sagen, Level up. Beende ich hier die Aufnahme, weil unsere Mission ist fertig. Ja? Das war Töte den Verräter, Programm 1. Es war sehr aufregend, wir hatten ein bisschen den Vorteil, dass wir schon mal drinne waren, ungefähr, also wir wussten, was uns erwartet, eigentlich genau. Und das Ende, das war ein bisschen erwartet, dass wir auch warten müssen. Das war auch richtig, klar, es ist viel zu actionreich, teilweise für Outlaw, es macht richtig Spaß, oder? Das ist ein richtig gutes Spiel. Also ich finde das geil, ja. Das ist schön. Ja. Okay, dann war's das mit der ersten Folge und bei der ersten Prüfung, dann sehen wir uns bei der nächsten.